Umgang mit Wertelosigkeit anderer. Der Ausdruck Wertelosigkeit ist ein Ausdruck, der keinen Sinn macht. Jeder Mensch hat Werte. Wenn man anderen Wertelosigkeit vorwirft, heißt das nur, dass der andere nicht die eigenen Werte teilt. Es gehört zum Menschen dazu, dass er Werte hat. Daher beklage dich nicht über die Wertelosigkeit eines anderen, sondern versuche herauszufinden, was sind seine, was sind ihre Werte. Anstatt sich über die Wertelosigkeit des anderen zu beklagen, schaue, was ist ihm wichtig, was sind seine Normen, seine Werte und schaut, was ihr vielleicht für Gemeinsamkeiten habt. Und manchmal hilft es auch, deine Anliegen so zu formulieren und auszudrücken, dass sie dem Wertesystem des anderen auch irgendwo gerecht werden. Manchmal wird auch man auch sagen, unsere Werte passen nicht ganz zusammen. Trotzdem werden wir etwas Gemeinsames suchen und schauen, dass wir unter Wertschätzung unterschiedlicher Wertvorstellungen doch etwas Gemeinsames bewirken können.